Hector. Polly. Mo. Servus! Alle. Und willkommen zurück zur Open Game Night. Hallo. Ich bin der Mo. Ich nicht. Ach, und das ist das Bild. Beobachten die uns von dem Hubschrauber aus. Von, ja. Das haben wir in der Demo vom schon mal Trailer, gesehen. Ja. Yeah. Doch von der Demo, ja, sorry. Alpha One, this is Bravo One. Do you read? Ich bin der Hector. Ah, wir haben hier wieder. Warte mal. Sie haben mir als Objekte erhalten. Alles klar. Maschinengewehr. Nehmen wir Ätzmittel mit. Maschinengewehrmunition, ein Ätzmittel. Die Bomben alle, die sind richtig gut. Wo sind die denn? Ach, du hast einen Flammenwerfer. Oh, Gott sei Dank. Ich hab schon kurz mal befürchtet, dass das Zeug weg ist. Und eine Pistole will ich noch mitnehmen. Aber die Flinte. Ganz dringend. Ein Brenner brauchen wir nicht. Flintenmunition haben wir nur eine, schade. Pistolenmunition. Oder hast du eine Pistole dabei? Ich habe keine Pistole bis jetzt. Starke Erste Hilfe. Starke Erste Hilfe. Ja, die nehmen wir auch mal noch mit. Und ein Kraut. Na, jetzt warte mal schnell. Schauen wir, was wir sonst noch haben. Wir haben eine G17 Pistole. Oh, wo sind denn die Münzen? 12 Stück. Was ist das? Yes. Machen wir, oder? Das ist ein bisschen behindert gemacht. Das ist richtig behindert gemacht. Ich würde es eigentlich ziemlich geil. Kann man da nicht einfach alle reinschmeißen, Mann? Das ist ja wie im Kaugummi, weißt du, bei so einem Kaugummi-Automaten. Du musst immer Stück für Stück die Münzen reinwerfen. Ja, da hast du auch wieder recht. Go. Yes. Wie viel haben wir jetzt noch? Da brauche ich 5. Sind da drin? 4 habe ich. Das ist ein. Es sind ein Stabilisierer. Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Ja, eine mehr wäre sexy. Das wäre ganz schön sexy. Aber wir speichern jetzt erstmal. Klar. Ja. Yeah. Und dann. Schauen wir nochmal ins Kistchen. Ins Kistchen. Ich glaube, wir haben nämlich noch Munition für die Brokade. Ja. Da haben wir sie auch schon. Kannst du die Münzen jetzt eigentlich zurückschmeißen? Kann ich. Und was nehmen wir noch? Auf den Granatwerfer nehmen wir mit. Und den Brenner lass da, oder? Den Brenner lasse ich da, ja. Okay. Sollen wir ein Messer mitnehmen? Nimm mal eine mit, ja. Warte mal, was haben wir denn hier noch alles? Was brauchst du für Munition für die Mac 44? Brauchst du eine spezielle? Ja. Ja. Ach, und da hatte ich gegen, dann würde ich aber lieber viel. Die Mac eigentlich da lassen und normale Pistole nehmen. Ja, wer weiß, wenn es jetzt richtig zu Ende geht, will ich die Mac haben, Mann. Nimm mal irgendein Messer noch mit. Habe ich eigentlich noch Granaten? Das ist ein Ätzmittel. Ich würde dann echt die Granate einfach wieder wegtun, weil du hast eh keine Munition dafür. Ich hatte. Ach so, die habe ich alle verballert. Ja. Hm. Okay, dann nehme ich die Pistole mit. Ja, und die Munition dazu. Aber welche Pistole? Die MPM. Warte. Kleine Pistole mit gewöhnlicher Feuerkraft. Im Schiffswrack gefunden. Eine Pistole, Standardmodell für einfache Handhabung. Ich fand die Pistole von der Mia geiler. Nehmen wir sie mit. Ja, und dann nimmst du die Pistolenmunition und die verbesserte auch noch mit. Pistolenmunition. Verbesserte Pistolenmunition. Jetzt ist alles voll. Ja. Jetzt ist alles voll. Warte mal schnell. Wenn ich. Weil dann würde ich mir noch ein Arzneimittel. Ne, brauchen wir eigentlich gar nicht. Warte mal, kann ich hier was bauen? Ne, brauche ich hier was? Nö. Pillen und starke flüssige Chemikalien ist Nervengift. Munition für Granate für ein starkes Gift, das ich. Also, okay. Oder Feuer. Habe ich noch Schießpulver? Ich glaube, ich habe sogar Schießpulver. Hast du starke Chemikalien? Ja. Oder? Nee, ich habe flüssige, ganz normale. Hm. Ja, dann ist eh wurscht. Ja. Egal. Ich würde mir lieber noch ein Kraut nochmal zusammenmischen. Oder wie viel hast du? 3, oder? Warte mal, die Bomben hätte ich gern. Ja, so ist gut, finde ich.
würde die Mac nur als Highlight nehmen. Okay. Also was hast du jetzt in der Hand? Weil es ja bloß vom Schnellding abgeht. Nochmal ein, warte, dann packe ich die Flintenmunition nochmal schnell zurück. Dann brauchen wir ein Kraut und flüssige Chemikalien. Und dann basteln wir uns das Ding. Und dann holen wir uns wieder die Flintenmunition. Da haben wir immer noch eine. Okay. Ich speichere nochmal kurz. Es ist super spannend bis jetzt, muss ich sagen. Ja, dann schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Also ich bin echt ein bisschen verwirrt. Ich würde echt gerne wissen, wie sie das jetzt auflösen alles. Mhm. Sind wir eigentlich genau? Da. Im Sumpf. Ja. Da geht's runter oder rauf? Ja, von oben sind wir gekommen. Achso. Ja, und wir gehen jetzt wahrscheinlich... Wenn eine Leiter da drin war. Flüssig, egal. Ich schätze mal, jetzt gehst du in dieses Bergwerk rein. Oh. Das sind drei. Okay. Also ich hab's so schön getroffen. In die Pumpe. Und gleich mal so ein scheiß Ding. Ah ja, schon nur Kraut. Fuck. Fick dich. Ein richtig guter Start gerade irgendwie. Fick dich doch! Alter! Darf ich aufstehen? Ich sehe nichts! Ich würde neu starten. Würdest. Mhm. Du bist auch eine Miezi. Halt dein Maul. Das war jetzt aber knapp. Wird gern vorbei an ihm. So. Verreck doch einfach mal. So. Jetzt können wir aber die Chemikalie da mitnehmen. Können wir nicht mitnehmen. Können wir mitnehmen. Brauchen wir dafür irgendwas. Vielleicht nochmal eine Heilung. Nochmal ein Kraut holen, schnell. Zurück in den Shop, oder? Zurück in den Shop, Mann. So. Yes. Gut, läuft doch. Nimm gleich mal die MG in die Hand. Okay. Mit der bist du irgendwie erfolgreicher. Das stimmt aber. So. Schön noch jemand, der sich mit mir anlegen will. Und ich wieder ganz zurückrennen darf. Und schauen wir mal drum rum. Oh. Die halten ganz schön viel aus. Leck mich am Arsch. Oh. Geh zurück. Hinter mir auch, oder? Ja. Lass mich durch vielleicht. Super eingesperrt. So. Komm her. Oh oh. Alter. Ich hab gesagt. Ja, danke. Hm? Ja, also. So geht doch. Läuft doch. Passt, alles wunderbar. Ah, starke flüssige Chemikalie. Das ist aber auch nichts, oder? Ins Bergwerk. Ich will nicht ins Bergwerk. Ja, auch nicht. Ist Mia jetzt eigentlich tot? Ja. So richtig? Ich glaube. Ja, doch. Die ist ja verbrannt. Oder halt in Asche. Und dann hat sie zerlegt. Hallo? Das heißt, die Margarete ist auch tot und der Jack ist auch tot hier. Mhm. Nur der Sohn lebt noch. Ja. Der Sohn lebt noch. Gut. Ja, genau, mit ich.
Wunderbar. Die sollen sich jetzt alle mal verpissen. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Mistviecher. Flüssige Chemikalien. Das klingt, als wäre irgendein Vieh da unterwegs. Hm? Kraut. Warte, zurück. Ui. Lass den Typ da reinlaufen. Okay, der ist im Sack. Kann man da rein? Nope. Sieht nicht so aus, ne? So aus. Okay, dann geht's mal weiter. Eieieiei. So, wo sinkt denn da der Decken? Schwamm mal, schön. Schwamm mal. Was ist denn so euer favorisierter Pilz, also zum Essen? Champignons. Du bist ja langweilig. Also zum Essen. Steinpilze. Und bei dir, Mo? Ich mag Pfifferlinge sehr gerne. Boah, ich mag Austernpilze, die rocken wie Scheiße. Hey. Die muss aber braten, bis sie verrecken. Das ist so geil, ja. Die muss so lange braten, bis sie von selber stehen, dann sind sie perfekt. Verreck doch! Nein. Das war so fick klar, dich, wer nachladen? Leck mich, du Pimmelwicht! Hätte man eine antike Münze mehr, wäre nachladen schneller gewesen. Ach, scheiß drauf. Vierbeinige Mollen, wenn ihr unter den wenigen Dünne läuft, wenn ich den wenigen Dünne läuft, wenn ich den wenigen Dünne läuft, naja. Was? Ihr habt nicht zugehört. Könnt man wieder ein paar Bomben zünden? Ich wollte gerade sagen, wieso machen wir die Bomben mal nicht? Ich weiß nicht, ich hab wieder vergessen, dass ich sie gehabt habe, wahrscheinlich. Das ist wie bei Dead Nation mit dir. So, hey ho, weißt du, ich schmeiß einfach die Scheiße raus wie solche. Und er so, also ich muss nichts nachkaufen. Nee. Ich hab nichts, ich vergesse es immer, dass ich das Zeug hab. Ich schieße halt einfach drauf. Okay, aber jetzt. Bomben. Haben wir es jetzt dann mal. Danke. Jetzt kommt noch einer her, so ein Kamerado. Und der Gesicht. Gut. Jetzt lass die Wichser einfach in die Bomben reinlaufen. Wo sind sie? Ich muss jetzt beide Kisten aufschießen. Meinst. Oh. Das war richtig stark. Leckt mich doch. Jetzt lauft er nochmal hinter. Ja. Jetzt kommen sie. Vorsicht! Ja, das ist. Ja. Dann kommt der zweite. Hier ist die Fresse. Okay. Man war hier nichts mehr. Jetzt langsam. Ne? Nimm die Bombe da in meine Hand. Da. Wo waren wir? Irgendwo kamen sie doch her. Was? Jetzt, wenn die umdrehst. Und jetzt. Sehr schön. Leute, lebt noch. Geht doch. Läuft doch. Bevor du drunter gehst, schau mal erst noch rein. Obwohl. Hm? Egal. Ich höre dich doch. Ich höre auch gerade, ja. Dreh dich mal um.
Kannst auch zusammenschießen, Doggy. Ja, fuck it. Da komme ich nicht vorbei. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Na, wo ist er? Jawohl. So. Wir haben noch 22 Schuss Brutalmunition, ne? Mhm. Und hier geht's nicht weiter. Oh nein. Oh nein, ich hasse sowas. Dann greifen sie wahrscheinlich auch nur an von allen Seiten, oder? Ah, nee. Ja, du musst es jetzt irgendwo entlang schieben und dann kommen einfach irgendwie 50 Gegner, du musst immer wieder loslassen. Und naja. Sowas hasse ich. Wir sind die Innovativen, ihr seid einfach noch scheiße. Ja, wirklich wahr. Okay. Okay, hallo. Hallo, wie sind wir eigentlich hier? Lass den mal noch. Geh mal. Was an der runterkommen wäre, weißt du? Hm. Hast du irgendwie vermisst schon? Nee, irgendwie nicht. Aber. Naja. Oha, was ist man denn da? Safe Raum? Nein. Crowd. Oh. Gesendet, Freitag 16. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist doch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr hier einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Lalalala. Mia, das Miststück ist immer noch irgendwo zwischen Ifi, Märchenland und Realität. sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Das ist der Sohn, ne? Ja. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinekram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Ivy krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Aha. Nein. Na gut. Okay, was haben wir denn alles hier? Haben wir hier noch irgendwo was? Nein. Okay. Ah, ein Safe Room. Aber ob der wirklich so sieht. Gesundheit. Boah, danke. Ach, dieser Bericht beschreibt im Detail die aufgetretenen Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten. Das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde, wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf. Und es ist auch so auszubreiten, Morty. Und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des
E-Serie Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall. Aber es geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzunehmen, ist extrem schwierig. Das sind also die schwarzen Asozialen, oder? Ja. Wahrscheinlich. Da siehst du mal, wie viele die Familie eigentlich eingenommen hat. 5 Minuten nach der Dosis erbrechen. Dosierungstest. 10 Minuten nach Dosis tot. 12 Minuten nach Dosis was? Kalzifikation der Zellen. Ui. Also die komische Verhärtung das? Wahrscheinlich. Ja. Was los, musst du dein Apple Watch wieder laden? Anscheinend. Da haust mal. Geh mal oben auf das Bild drüber. Welches? Ja, das ist Koffer, ja. Solche Filme da in den Videos, die auf der Ehe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serienzellen in den Niederdruckbehälter. Ah, alles das klar. Muss jetzt der kleine bleiben. Quasi ist es ein Gift, das speziell für Ihre DNA praktisch gemacht ist. Genau, das die E-Zellen dann eben zerstört. Okay, nee, das brauche ich nicht ausrüsten. So. Alles klar, gibt es hier sonst noch was? Asozial. 7! Okay, wer möchte... Warte, erste Seite. Wirklich, oder? Nee, alle 7 Seiten. Nein. Ach so, meinst du. Weiter. Pause drücken. Nächste Seite. Pause drücken. Nächste Seite. Pause drücken. Nächste Seite. Pause drücken. Nächste Seite. Nächste Seite. Pause drücken. Nächste Seite. Pause drücken. Nächste Seite. Nein, vorbei. Fertig. Könnt ihr nicht lesen oder eins, so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, Polizei. Erste Seite. Pause drücken. Zweite Pause drücken. Dritte Seite Pause drücken. Vierte Seite. Verpisst euch. Nein, bleibt alle da. Okay. Wo kommen wir jetzt eigentlich gerade her? Von da oben. Da ist ein Safe. Alles klar. Und. Hier ist noch scheiße. Somit beenden wir auch die heutige viele Granaten Folge von Open Game Night. Ich bin der Mo. Ich bin der Hector. Und macht's gut. Macht's gut, liebe Leute. Ich bin immer freundlich. Ich bin jetzt solche asozialen Wichser wie ihr.